Ja Leute, was geht? Mein Name ist Classic OG und ich zeige heute, wie ihr auf Origins die Monkey Bombs sind es nicht wirklich, es sind nämlich so verbesserte Affenbomben eigentlich, weil also es ist schon wie eine Affenbombe, nur es ist ein Luftschlag, also Monkey Airstrike eigentlich. So, da geht's schon los, ihr müsst diese Platten hier nehmen, wo diese Faust drauf ist und dann lauft ihr hoch zum in die Kirche und legt die in diesen kleinen Brunnen oder ist ein Brunnen, ja so ein kleiner Brunnen auf jeden Fall. Was ihr aber noch braucht, ist die Powerfaust. Also dazu habe ich auch noch ein anderes Video. Schaut einfach auf meinem Channel vorbei. Könnt ihr euch das anschauen. So, das ist dann die, genau. Und ihr legt dann die den Stein da vorne in diesen Brunnen rein. Also, genau. Und dann einfach alle Zombies messern sozusagen, beziehungsweise mit dieser Faust schlagen. Ihr könnt sie auch messern oder mit einem Schild. Dauert aber, hier sieht man rechts kurz den Brunnen. Da stehe ich jetzt davor. Dauert aber meiner Meinung nach zu lange, in Runde 10 jetzt zum Beispiel diese scheiß Zombies zu messern. Also dann eben mit dieser Faust. Und da geht es bedeutend schneller. Sobald keine Seelen mehr da reingehen, ist der Stein fertig. Also jeder Spieler muss ihn selbst fertig machen. Und dauert nicht allzu lange, geht eigentlich relativ schnell. Und sobald ihr den Stein dann habt, fertigen, also hier dauert es eben jetzt noch ein bisschen. Noch ein paar Zombies hauen. Da hat es irgendwie gefailt jetzt. So, jetzt habt ihr es gesehen, kamen keine Seelen mehr rein, jetzt ist der Stein fertig. Und das Wichtige ist, ihr müsst ihn jetzt wieder runterbringen, zwar dahin, wo ihr ihn hergeholt habt. Ihr dürft aber nicht in Schlamm, also entweder fahrt mit einem Panzer, oder wie ich jetzt hier, natürlich aufpasst, nicht, dass euch auch dieser Fettsack da auf den Kopf steigt. Oder ihr springt hier so wieder zum Spawn. Also hier ist die schwierigste Stelle bei mir, also ich verkacke am meisten da und ab hier ist eigentlich total easy. Einfach nur runterlaufen und dann da nochmal drüber springen, da ist nochmal ein bisschen Schlamm. Und dann müsst ihr eigentlich schon gar nicht mehr springen. Also ich war jetzt sehr vorsichtig, müsst ihr aber nicht. Also da oben kann man sowieso durchlaufen, ganz normal. Könnt ihr gleich noch eure Waffe punchen, wenn ihr schon da seid. Die Mauser kurz gepuncht. Die Maus ist übrigens total effektiv gegen diese Fetten da, die immer Runde 8 kommen. Also diese Big Daddies. Und die gehen da total schnell down. Also dann da runter. Das müsste, glaube ich, eigentlich auch so gehen. Da müsst ihr gar nicht so behindert hüpfen, wie ich das gerade mache. Aber ich dachte mir halt, ja, bloß nicht in Schlamm. Und dann mein Kumpel, der war, also der war bei mir und der hat gesagt, ja, warum läufst du denn da, warum springst du denn so rum wie so ein Affe? Ich so, ja, ich dachte, da ist Schlamm. Nee, ist keiner. Und hier wollte ich wieder springen, hat er gesagt, nee, nee, lauf durch, das ist so Kies. Dann wird der Stein nicht dreckig. Und falls der dreckig wird, bringt er ihn wieder in diesen Brunnen rein und dann ist er wieder sauber und dann wieder den gleichen Weg. Dann legt er ihn dahin. Einen Stein, dann habt ihr da eure sauren Steine, haut wieder alle Zombies oder messert, wenn ihr tief genug gerundet seid. Oder mit dem Schild, wie gesagt. So, also es dauert jetzt wieder ein bisschen, ein paar Zombies wieder, diese Steine mit Seelen füllen. Aber mit dieser Faust geht's, wie gesagt, total schnell. Schaut euch einfach das Video an auf meinem Channel. So, jetzt müsst ihr es gleich haben. So, und jetzt sieht man es, da droppt die Monkey, der Monkey Airstrike. Und genau, das war es eigentlich schon zu dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, würde mich sehr über ein Abo freuen, über ein Like, also einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut's rein, ciao.